Per Kluge, Sie sind mit Abstand der erfahrenste Spieler bei Arminia im Kader. Man hat Sie geholt so als Leitwolf. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle im Team und ja, was erwarten Sie hier von Ihrer Zeit bei Arminia? Ja, ich hoffe in erster Linie, dass wir erfolgreich spielen. Natürlich soll ich mit meiner Erfahrung auch in die Mannschaft einbringen, aber da gehören auch andere Spieler dazu. Allein ist immer schwierig. Man muss da mit 18, 19, 20 Jahren arbeiten und versuchen, dass wir da dadurch erfolgreich sind. Sie sind schon aufgestiegen, Sie kennen die Faktoren, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein und vielleicht einen Wiederaufstieg hier mit Arminia zu feiern. Was muss die Mannschaft haben, was muss in diesem Jahr, in dieser Saison gut laufen, damit man nächstes Jahr wieder Zweitligist ist? Ja, wir müssen uns in erster Linie sehr, sehr gut vorbereiten, jetzt in der Vorbereitungsphase versuchen, alle verletzungsfrei durchzukommen. Wir brauchen einen guten Teamgeist, denke ich. Jeder muss gewillt sein, sich jeden Tag zu verbessern. Und dann müssen wir vielleicht auch versuchen, einen guten Start hinzulegen, um eine gewisse Euphorie zu entfachen. Was war für Sie das entscheidende Kriterium, hier nach Bielefeld zu kommen? Ja, ganz einfach die Gespräche mit dem Manager und mit dem Trainer, wo sie mir ganz einfach die Perspektive aufgezeigt haben und die auch dann konform ging mit denen von meinen. Alles klar, danke schön. Ja. Super. Ja.